Hallo und willkommen zum nächsten Part von Planet Base. Ja, im letzten Part haben wir hier mit unserer neuen Siedlung angefangen. Und genau, die haben wir dann hier schon ein bisschen hochgezogen. Und ja, jetzt haben wir hier gerade einen Sandsturm, der uns ein wenig behindert, aber immerhin gut Strom liefert. Genau, nur hier die Leute, die ist zu Recht unglücklich. Aber seine Gesundheit geht auch runter. Das ist es nämlich. Und wie der Ingenieur verreckt. Weil dann haben wir keinen Ingenieur. Das heißt, der Sandsturm sollte mal vielleicht bald vorbeigehen. Genau, wir können die Leute ja noch nicht reinrufen. Und deshalb... schön, da ist der Sandsturm weg, glaube ich. Genau, jetzt nimmt er das auch gar nicht mehr mit. Jetzt nimmt das hier nämlich gleich jemand anders mit. Und unsere Essensvorräte sind gering. Das ist nicht schön. Da sollten wir gerade mal gucken. Wir haben zweimal Essen. Ja, das reicht. Genau, wir sollten jetzt nämlich hier einmal sehen, dass wir weiter was bauen. Genau, das hier müssen wir vielleicht einmal umlegen. Boom. Und dann müssen wir hier auf jeden Fall Luftschleusen hinsetzen. Eine hier hin. Und dann würde ich sagen, reißen wir das ab und bauen es dann woanders hin. Dafür kriege ich 7 Metall, 3, ja, 3 Bioplastik. Ja, das machen wir mal. Ja, dann können wir nämlich hier gleich noch eine weitere Sache hinstellen. Und die Aufbereitungsanlage, die bauen wir dann hier hin, würde ich sagen. Wie klug ist diese Idee? Vielleicht bauen wir die doch lieber hier hin. Ja, die Idee wäre, glaube ich, klüger, weil das hier kommt ja auf Dauer wahrscheinlich weg. Weil dann können wir hier nämlich noch einen Ausgang hinsetzen. So, stimmt, der Ingenieur hat noch gar keinen Sanitätsraum, nicht wahr? Genau, den müssen wir auch gleich bauen. Also, viel zu tun wieder. So, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Außerdem. Genau, wohin trägt der denn jetzt das? Ach so, der baut damit schon die Aufbereitungsanlage. Das ist gut. Gut, und dann sollten wir danach uns um unsere Essensvorräte kümmern. Und um eine Sanitätsstation. Genau, dann will ich hier einfach eine Luftschleuse hinbauen für diese Mine. Ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Mine ganz einfach woanders hin. Zum Beispiel, wenn man die hier so mitten in den Berg setzt, dann kann es sein, dass das Erz hier nicht richtig hingesetzt wird. Das heißt, so dann despawnt das. Das ist natürlich nicht sehr gut. So. Gut, dann hat er jetzt das hier gebaut. Dann kann die Mine hier weg. Und dann kann ich hier neues Metall und neue Bioplaste hinsetzen. So, genau. Dann hätten wir das und dann können die hier durch den Eingang ganz einfach rein. Dann hätten wir die Sache auch eigentlich da lassen können. Naja. So, und dann... kommt, nachdem wir hier, glaube ich, ein wenig Zeug hingesetzt haben. Was haben wir denn hier bisher? Salatfeld und ein Kartoffelfeld. Das Salatfeld produziert schnell. Gut, das heißt, wir sollten vielleicht noch ein Pilzfeld hier hinsetzen. Das produziert langsam. Dann noch ein... Maisfeld. Das produziert auch langsam. Dann ein Heilpflanzenfeld natürlich. Genau, und dann hätten wir das. Gut. Slapfeld produziert schnell. Dann haben wir hier einen langsam produzierenden. Hier haben wir einen langsam produzierenden und einen normal produzierenden. Gut. Und da schlägt der Meteorit in unsere Vorräte ein. Gut, das heißt, wir setzen dann hier einmal eine zweite Luftschleuse hin. Genau, und dann können wir hier nämlich einmal hier die Fabrik bauen.
So. Ich hoffe, wir haben genug. Ja, wir haben noch zweimal Essen. Das reicht auf jeden Fall. So, der Fernseher wurde weggenommen. Das ist nicht schön. Können sich die Leute gar nicht mehr belustigen. So, einmal Metall. Ja, bisher wird das Zeug noch alles von hier herangeschleppt. Und das müsste sich gleich ändern. Hier haben wir auch schon die erste Stärke. Dann war zweimal mit. Dann war schon zweimal Erz drin. Gut, da fehlt noch einmal Bioplaste. Die wird da herangeschleppt. Schön. So, dann können sich die Leute hier auch wieder belustigen. Erhöht die Moral. Genau. So, und für die Fabrik brauchen wir dann jetzt zweimal Bioplastik. So, und dann brauchen wir auch einen Schlafsaal, damit die Leute nicht immer auf dem Boden schlafen müssen. Ich glaube, das ist auch nicht sehr gut für ihre Moral. Gut, dann sollten wir vielleicht mal das hier priorisieren. Und das hier sollten wir auch dringend priorisieren. Genau, haben wir denn hier noch Metall? Ja, dreimal Metall haben wir noch, das ist gut. Dann können wir hier nämlich jetzt schon mal einen Frachtteil hinsetzen. Das schließen wir dann hier an. So, und dann können wir jetzt hier handeln, wenn der denn gebaut wurde. Genau, da fahren jetzt die Bots alle hin und bringen das hier hin. Auch gut, die fahren drin durch. Ja, oder ihr bringt das ganze Metall einfach hier rein. Ach nee, das sind Ersatzteile. Die sind wichtig. Gut, das heißt, wir müssen einmal kurz ein wenig auf Bioplaste warten. Bis hier die Bioplaste hergestellt wurde. Genau, und während ihr dieses Video seht, werde ich voraussichtlich wahrscheinlich gerade auf der Gamescom rumlaufen und mir da Anno 1800 oder The Crew 2 und sowas angucken. Genau, zu Anno 1800 werde ich auf jeden Fall, wenn es denn irgendwann Ende nächsten Jahres rauskommt, werde ich es dann auf jeden Fall hier mal bringen. Genau, weil die meisten Leute gucken sich ja von euch auch hier auf diesem Kanal recht gerne meine Anno 17.1 Videos an. So, der wartet, das Helfsanz im Feld. Booms, da unten ist diesmal Meteorit reingekracht. Und direkt noch ein Meteorit. Jo, bei 97% musstest du aufhören. So, dann stellt ihr hier mal was her. Einmal Grundlagenmahlzeit. Genau. Und dann warten wir hier auf die Bioplaste. Oder darauf, dass da mal jemand hingeht. Und der Energiespeicher ist niedrig. Das ist auch nicht gut. So, genau. Da soll auch mal jemand in die Mine gehen. Das heißt, wir nehmen das hier doch nochmal weg. Ach, jetzt haben wir schon wieder das scheiß Energieproblem. Gut, das heißt, wir nehmen das hier nochmal weg und müssen stattdessen hier etwas für unsere Energieversorgung tun. So, ein großes Windrad. So, dann könnt ihr mal die drei Sachen hier rüberbringen. Ja, wow. Kein Wind und es ist Nacht. Das ist natürlich besonders cool. So, dann kann die eine Bioplaste schon mal woanders hingebracht werden, nämlich ins Lager wahrscheinlich. Genau, dann kann ich hier wieder alles hochfahren. So. Okay. Ja, wir sollten wirklich mal was für unsere Energieproduktion tun. Genau, der trägt das dann hier einmal ins Lager rein. So, und dann brauchen wir auch dringend neue Leute.
Das ist hier nämlich extrem wichtig, dass wir neue Leute kriegen. Scheiß auf Essensvorräte. So. Genau, da muss nämlich jetzt schon das erste repariert werden. Hier fehlen noch zwei. Gut, dann nehmen wir die Verbindung hier wohl erstmal weg, damit das nicht dahin gesetzt wird. So, wann setzt sich denn hier mal jemand dran? Ja. Wir müssen ein wenig warten darauf, dass hier endlich mal ein Arbeiter sich begnügt, dahin zu gehen. Das heißt, wir holen die Leute mal hier raus. Wir haben genug Essen. Wir haben zweimal Essen. Mehr wollen die hier nicht produzieren. So. Ja. Also müssen wir hier, bleibt uns hier nichts anderes übrig, als auf Metall zu warten. Und der Energiespeicher ist mal wieder alle. So. Können hier die Arbeiter vielleicht mal was machen? Das Spiel ja auch schon auf schnellste Geschwindigkeit gesetzt. Ja. Cool, das Heilpflanzenfeld, das Kartoffelfeld ist schon mal am Arsch. Ja, Meteoriten. Schlagt ruhig noch weiter ein. Gut, ich warte also bis zum nächsten Part, bis hier ein bisschen was da ist. Dann sollten wir nämlich auch noch einen Schlafsaal bauen. Vielleicht nicht gerade hierhin, weil das hier wird ja wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein, uns hier auszubauen. Ich würde sagen, das stellen wir mal hier hin. Genau, dann kommt die Luftschleuse vielleicht mal weg. Vielleicht irgendwo hier dran oder sowas. Wir können ja mal gucken. Genau. Hier könnte man die dran setzen. Weil dann könnte man nämlich hier noch weiterhin bauen. Genau. Gut, das heißt, der nächste Sandsturm kommt. Super. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja, der Part ist gleich durch. Cool, das heißt, wir haben den Part mit einem Sandsturm begonnen und beenden ihn mit einem Sandsturm. Das ist natürlich super. So, einmal Metall ist da jetzt schon mal. Das kann ein Transportbot gerade einmal rausbringen. Ich hoffe, der bringt es hier hin, sonst reißen wir das hier nochmal ab. Und das hier. Und das da. Oder wohin bringst du das? Luftschleuse. Zu einer Verbindung. Ja, die bewegen sich natürlich auch alle langsamer in einem Sandsturm. Na, ich hoffe, du bringst es nicht zu dieser Verbindung. Das ist im Moment zweitrangig. Doch, dann reiße ich das hier. Gut, das heißt, alle Sachen, die ich euch gezeigt habe, werde ich hier nach und nach alle hinbauen. Aber so, dass die auch wirklich wissen, was sie bauen. Genau, weil das hier hat im Moment Priorität. Weil sonst kratzt der Energiespeicher immer ab. Sonst nehmen wir das Lager einmal kurz vom Netz. Ja, vieles nicht passiert. Wir haben ein paar Sachen umgebaut in diesem Part und dann warte ich jetzt bis zum nächsten Part immer darauf, dass wir hier ein wenig Ressourcen bekommen. Vor allen Dingen Metall.
Genau, und dann werden wir im nächsten Part dann wahrscheinlich uns genau um Handel kümmern. Und dann um einen Kontrollraum. Den Schlafraum werden wir wahrscheinlich auch einrichten. Genau, und dann würde ich sagen, wir fahren diese Kolonie hier schon wieder gerade zu Grund und Boden. So, der Sandsturm scheint vorbei zu sein. Gut. Dann sage ich bis dann und tschüssi.